Wir spielen gegen Fluxy. Wir haben Marksman, Aerial Fortified und Elite. Hier nochmal Fortified. Ich spiele die mal Tanky dann. Bin immer noch in der Ausprobierphase, ne? So, Reinkommen-Runde. Wir haben eine Woche nicht gezockt. Wir haben Stormcaller, scheiße, und Crawler. Dann würde ich sagen, stellen wir uns defensiv auf. Wohl gegen Crawler. Tja, in der Mitte werden die wahrscheinlich auch durchkommen. Aber wir müssen uns auch weit auseinanderstellen. Mache ich das einseitig? Hole ich mir jetzt einfach noch einen oder hole ich mir jetzt direkt... Ja, komm. Muss aber jetzt ultra defensiv sein, weil ich will, dass seine Crawler erstmal in mich reinrennen. Ist das ultra defensiv? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Ich hoffe mal nicht, dass der sich aggressiv aufstellt. So, selbe Höhe und ein bisschen zurück. Oder machen wir das so? Oder machen wir es nicht? Schauen, okay. Da kommen sie. Oh, der Wolli schmeckt. Genau so wollte ich das nicht haben. Oh, jetzt zimmert er da richtig rein, ne? Tja. Ein paar Dudes von hinten. Crawler, die hier reinlaufen. Wird auch bestimmt geil. Außerdem habe ich getestet, dass die Fangs mit Rage schon ein paar Raketen dodgen. Können wir auch mal ausprobieren. Ah, sind immer noch welche da. Speed up. Okay. Nun denn. Testaufstellung schon mal für den Arsch. Ist doch die Wespen, oder? Können hier direkt schon mal Action machen. So, was hatte ich gesagt? Hier die Crawler von der Mitte. Weil das hat ja nicht funktioniert, dann splitten die schön rein und ich hoffe, dass alle anderen dann wissen, was zu tun ist. Ich glaube nicht, dass es was bringt, hier noch ja, ich muss erstmal Kleinkram ballern, oder? Dann kommen die hier so in, mach mal hier Platz, dann kommen die in zwei Wellen. Was ich jetzt brauche, ist Speed auf jeden Fall. Das nehme ich schon mal mit. Und ich würde sagen, die 50, die sparen wir uns. Schon mal Speed für nächste Runde. Auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren. Keine Flanke. Habe ich damit gerechnet. Oh, no, bitte rein, beamen. Jetzt! Ach, nicht schlecht. Okay, ein paar Volleys schon mal abgehalten hier, schon mal nicht schlecht. Speed auch gut.
glaube, mit Speed und Rage ist das dann auch kein Problem. Wir müssen erstmal gucken, bleibt der hier überhaupt dabei? Ja, die Frage ist, würde das schilden? Wird er das schilden? Ansonsten nicht so viel gegen Luft natürlich. Auf jeden Fall ihn nochmal. Und ich habe halt auch noch keine Damage so richtig, ne? Langsam. Ich meine, er auch nicht. Aber ich will mal irgendwas Größeres holen. Die sind mir auch ein bisschen zu klein. Ich würde sagen, ein UFO ist jetzt ziemlich gut. Wenigstens eins. Auf die linke Seite, damit die gegen die Wespen kämpfen. Ja, die sollen jetzt nicht zu schnell und auch nicht zu langsam sein. Und vielleicht... Ach, Idiot. Aber dafür schmeckt er auch. Stimmt, die gehen ja gar nicht mehr nach links. Ah, no. Ich bin zu langsam. Holt sich ein Flammenwerfer. Na gut, ich bin fortified. Kann man vielleicht was draus machen. Okay. Komm. Das ist ein Level. Das ist auf jeden Fall ein Level, würde ich sagen. Ja, den nehme ich direkt mal raus. Und dann holen wir uns hier die Updates. Ich glaube, das kommt trotzdem ganz gut. Und wir können auch noch auf Anti-Air gehen. Aber müssen wir das? Müssen wir das jetzt machen? Selbe nochmal hier hin. Das war natürlich so blöd, ne? Das war so blöd. Da kommt gleich so mega die Rakete hin. Und ich habe jetzt keinen Speed. Runde 4 allein. Nix gut, würde ich sagen. Na komm. Ja, die Rakete schmeckt auch. Obwohl. Das ist okay. Da holt sich jetzt einen Melter. Um ihn hier auszuschalten. Sehr viel Kleinkram. Ja, der geht aber gleich drauf. Das ist natürlich scheiße. Aber so wie das hier aussieht, reicht hier auf der linken Seite noch ein Crawler und hole ich mir auch einen Melter. Nur gekontert hat er damit dann natürlich auch das hier, ne? Doch, nicht so geil ist. Wespen fliegen noch mit. Der nimmt er auch raus, der hat mit Sicherheit sein Level, ja. Schade. Und nun, hier reagieren wir darauf. Yo, ganz viel Kleinkram immer noch. Die Geschwindigkeit 12 und 10. Okay, machen wir das so.
Da hatte ich gesagt, noch einen hier hin. Der kann direkt mitrennen. Und Damage. Ja, die brauchen wir eh für ihn auch, ne? Ich würde aber aus Sicherheitsgründen mal gegen ihn vorgehen erstmal. Obwohl, jetzt habe ich ja schon auf der rechten Seite viel reingeballert. Gehen wir mal so durch. Er hat die 6, 12. Ich glaube, dann kommt er genau richtig zur Party. Das passt schon. Vielleicht können wir hier... soll ich das machen? Speed, mehr Damage und den nehme ich noch mit. Keine Rakete, Gott sei Dank. Scheiße, jetzt nimmt der ihn raus. Aber der Melter müsste jetzt... Komm. Bitte. Einmal hier links. Der ist doch näher. Ist ein bisschen schwierig jetzt. Guck mal, er ist auch schon Level 3, ne? Aber es sind auch Sachen, die habe ich jetzt noch gar nicht am Radar. Schwierig. Und er hat auch schon Range. Oh, no. Das ist nicht gut. Ich hink hier überall immer hinterher. Der Feuer ist nicht schlecht. Besonders hier bei ihm. Dann habe ich ihn nochmal. Nehmen wir ihn raus. Hier vielleicht die Rakete. Auf jeden Fall nochmal rein hier. Er wird promoted. Ich glaube, die brauchen Range. Auf der linken Seite brauche ich auch noch einen und die brauchen eigentlich auch Range. Nicht nur eigentlich. Ja, noch 9, 15. Ich glaube, den können wir dann ein bisschen aggressiver hinstellen. Die Wespen dann auf die rechte Seite. Und auf jeden Fall noch. Soll alles hier den Melter ein bisschen beschäftigen. Vielleicht so. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Okay. Oh ja, verbrennt einfach alles. Die haben Schilde gekriegt, das ist natürlich nicht so gut. Hier fehlt noch Kleinkram auf der linken Seite. Ja, die Wespen, ne? Immer noch. Das war natürlich auch nicht so geil. Jetzt ist Feuer natürlich gerade weg. Okay, und jetzt macht er einfach alle fertig. Einfach so. Niemand hätte es für möglich gehalten, aber... Fast. Nun gut. What now? Range will ich jetzt nicht nehmen. Ich glaube,
mehr Attack. Mache ich mal auf ihn. Und hier ist immer noch ein Schaffproblem auf der Seite. So, auf der linken Seite. Range, range, range. Ich glaube, ich brauche immer noch irgendwas zum Beinvieh abwehren. Dann nochmal Speed gerne und 28.300. Ich grade hier mal ab. Und setz mal hier eine Raketenabwehr. Ich weiß aber nicht, ob das so eine geile Idee ist. Er holt, wer ist er überhaupt? Ne? Wer ist Giant? Die Raketenabwehr schon mal nicht schlecht. Der hier kommt zu spät zur Party. Der Kleinkram ist er weg. Die Wespen sind nicht weg. Die schießen wenigstens mal zurück. Aber es gefällt mir noch nicht. Es gefällt mir noch nicht. Ich glaube, die kommen ganz gut jetzt. Ich nehme trotzdem noch. Oh, kriegen wir einfach beide das, ne? Stimmt. Ihn raus. Ja, und jetzt? Sollen die hier mitfliegen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Die mal ein bisschen aggressiver. Und die Wespen kommen ja. Wir kriegen auf jeden Fall die Kleinen. Mhm. Aber es ist trotzdem so. Überfordert, ich weiß es nicht. Hoffentlich kriegen wir die jetzt beide. Okay, passt. Die müssen noch weg. UFOs machen eine gute Arbeit. Wespen auch hier eigentlich. Okay, jetzt haben wir einen guten Lock, da sind wir durch. Hier bricht es halt zusammen, aber hoffentlich können die jetzt noch gut was wegbremsen auf der linken Seite. Boah, mit ein bisschen Glück haben wir ihn jetzt schon. Aber das hier war für mich. Gott sei Dank. Linke Seite. Also ich habe immer noch... Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das unter Kontrolle habe. Sagen wir es mal so. Mal gucken, wo es lang geht für uns. 19 auf 1389. Dann schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Runde.